Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtfeis und ich darf Sie sehr herzlich zum heutigen Kapitalmarktdialog begrüßen. März 2018, das erste Quartal des aktuellen Jahres liegt fast hinter uns und ich denke, wir haben aktuell genug Themen, über die wir sprechen können. Ich möchte Ihnen diese in den nächsten Minuten einordnen, sodass Sie sich ein schlüssiges Bild der Dinge machen können, um auch dann reflektieren zu können, in welcher Art und Weise hier für Sie Handlungsbedarf besteht. Kurze Vorstellung noch zu meiner Person, seit rund 20 Jahren in der Finanzbranche in verschiedenen Funktionen aktiv und Sie können es anhand der Ausbildung auch sehen, dass wir grundsätzlich hier in der Firma mit den Kollegen jedwede Fragestellung zu finanziellen Themen abdecken können, sei es die Ruhestandsplanung, sei es die Finanz- und Vermögensstrukturierung für Unternehmer, die typischerweise mittelständisch geprägt über verschiedene Kapitalgesellschaften hier organisiert sind, bis eben auch zu Projektfällen für einmalige Themen. Das ist grundsätzlich das Spektrum an Fragestellungen, das Sie mit uns diskutieren können, für die meine Kollegen und ich Ihnen gerne zur Verfügung stehen. Wir steigen aber direkt ein und ich möchte Ihnen kurz mal das Thema richtige Erwartungshaltung näher bringen, weil leider Gottes sind die Finanzpresse und auch die sonstigen Medienkommunikationswege leider nicht dazu geeignet, das Anlegerverhalten zu verbessern bezüglich dem allgemeinen Verhalten, respektive sind sie auch, glaube ich, nicht dazu geeignet, den Fokus auf das Wesentliche zu lenken, weil wir doch typischerweise eine Kommentierung von aktuellen Datenpunkten finden. Diese werden versucht, in ein möglichst spektakuläres Rampenlicht zu ziehen, um daraus große Schlagzeilen zu generieren. Und im Rahmen der heute üblichen Push-Nachrichten und auch der Thematik, dass wir natürlich über Klicks Reichweite erzielen und dass Reichweite natürlich auch gleichbedeutend mit Werbeeinnahmen steht, haben wir hier momentan eine Tendenz, die, glaube ich, sehr ungeeignet ist, um mit dieser Vielfalt in Informationen umzugehen. Dementsprechend hier eine Grafik, die die Kapitalmarktbewegung gemessen am globalen Aktienmarkt in einen langfristigen Kontext setzt, zumindest mal hier seit dem Jahr 1980. Aber wenn Sie das Ganze für längere Datenreihen nehmen, dann werden Sie ähnliche Aspekte feststellen. Zunächst sehen wir etwas sehr Deutliches, und zwar, dass wir rund 11 Korrekturen hatten in diesem Zeitraum. Das heißt, Korrekturen typischerweise in der Definition, das sind eben Rückgänge von 10 oder mehr Prozent und sogenannte Bärenmärkte, das sind Rückgänge von 20 oder mehr Prozent, die in der Dauer zumindest 2 Monate dauern. Und wenn Sie das mal hier aufaddieren, dann stellen Sie fest, dass sie rund 19 Mal die Situation hatten, dass sie Rückgänge von 10% oder mehr gemessen am globalen Aktienmarkt hatten. Wenn Sie dieses statistische Spiel noch weiter treiben und sich mal anschauen, welche Marktbewegungen denn beispielsweise für den europäischen Markt die statistische normale Erwartungshaltung wären, dann werden Sie feststellen, dass Sie typischerweise eine Marktbewegung vom Hoch zum Tief innerhalb eines Kalenderjahres haben, die historisch irgendwo bei 12 bis 14% lag, sprich die normale Erwartung eines Anlegers, der heute in die Kapitalmärkte investiert, mit dem reinen Fokus auf die globalen Aktienmärkte, der muss sich eben klar machen, dass zweistellige Korrekturen nichts Ungewöhnliches sind, sondern dass die durchaus zum normalen Kapitalmarktgeschäft hinzugehören und dementsprechend sollten wir das Ganze auch in der Erwartungshaltung hier so antizipieren. Die aktuellen Themen, die starten, glaube ich, vor allem bei dem Punkt Konjunktur. Und wir haben momentan einen globalen synchronen Aufschwung. Wir sehen sehr, sehr positive Konjunkturdaten, die sich vielleicht auch in der Tendenz schon etwas abschwächen. Aber pauschal gesprochen, die globale Konjunktur, wenn Sie die größten Volkswirtschaften nehmen, wir sind im globalen Aufschwung. Wir haben keine Rezession in relevanten Ländern ordentlicher Wirtschaftsgröße zu vermelden. Wir sind typischerweise auch der Zinsen noch sehr, sehr niedrig sind. Also alles in allem ein Szenario, das die Anleger ja auch freut. Zumindest hat das sie gefreut bis Ende Januar diesen Jahres, weil wir haben gesehen, dass man gut dafür bezahlt wurde, wenn man Risiken genommen hat, zum Beispiel am Aktienmarkt. Jetzt sehen wir, dass die aktuellen und die jüngsten Konjunkturdaten hier etwas enttäuscht haben. Und es gibt einen Index der Citigroup, der sogenannte Überraschungsindex. Und der versucht, die Erwartungen, die die Kapitalmarktteilnehmer haben, mit dem in Einklang zu bringen, was dann an harten konjunkturellen und volkswirtschaftlichen Daten mitgeteilt wird. Und wir sehen hier im oberen Chartbild das Ganze über einen längeren Zeitablauf,
Das heißt jetzt mal hier seit dem Jahr 2015 eben mal diese dreijährige Perspektive. Und da sehen Sie schon, dass wir für die verschiedenen Räume, die Sie hier eingezeichnet sehen, in den unterschiedlichen Farben, sehen wir doch, dass wir eine sehr, sehr positive Tendenz haben. Vereinfacht gesprochen könnte man auch sagen, dass die Kapitalmärkte im Nachhinein das bestätigt haben, was vielleicht durch günstige Zinsen vorweggenommen wurde, eben die positive Entwicklung von Unternehmensanleihen, von Hochzinsanleihen, von Wandelanleihen und eben auch von den Aktien, und dass im Nachhinein diese Marktbewegung bestätigt wurde durch doch die überraschend starke Konjunktur. Jetzt sehen Sie hier in jüngster Zeit, dass sich das Ganze ein bisschen abschwächt. Man verbleibt auf einem gewissen Niveau, insbesondere die Eurozone. Da hatte man doch wohl zu viele Vorschusslorbeeren, wie Sie hier sehen können. Also da kamen doch die realen Daten deutlich schwächer herein, als man das antizipiert hat. Das haben wir jetzt aktuell gesehen. Das haben wir für den Monat Februar schon feststellen können. Und man könnte nun vereinfacht gesprochen die Überzeugung haben, naja gut, wenn die wirtschaftlichen Erwartungen zu hoch gesteckt waren, wenn es ein paar Enttäuschungen gab, dann ist es ja nur natürlich, dass wir hier eine Korrektur in den Aktienmärkten sehen. Und wenn die europäischen Märkte hier gemessen an der Konjunktur eben schwächer ausfallen, dann müssen auch die europäischen Aktienmärkte schwächer ausfallen als beispielsweise die Märkte in den USA oder eben in den aufstrebenden Schwellenländern. Das wäre eine sehr einfache, aber meines Erachtens naive Betrachtung. Und dementsprechend möchte ich Sie nun mitnehmen, wo wir uns verschiedene Aspekte anschauen, um im Gesamtbild, glaube ich, ein relativ schlüssiges Ergebnis zu haben, warum wir diese Tendenzen aktuell beobachten können, wie wir sie an den Börsen wahrnehmen. Also, zunächst schauen wir auf die Preisveränderung der wichtigsten Vermögensklassen. Ich habe Ihnen hier mal mitgebracht die Entwicklung verschiedener Aktienindizes. Sie sehen jeweils in diesem Türkisblau, dass die Entwicklung seit Jahresbeginn. In Grau sehen wir die Entwicklung auf Monatsbasis. Und Sie stellen schon fest, abgesehen von dem Markt in Italien und der US-Technologiebörse, alles bitte mit den Schlusskursen für gestern Abend bitte zu sehen und in der jeweiligen lokalen Währung, sehen wir, dass alle Aktienindizes im Minus sind. Also sprich, der globale Aktienmarkt rund 1,8% hier im Preis sich reduziert, der S&P 500 als Leitindex für die USA 1,84%, dementsprechend im Minus, aber auch die Märkte wie beispielsweise Frankreich im Minus, wir sehen China, Shanghai im Minus, wir sehen Spanien im Minus, Europa insgesamt. Also, was ich Ihnen damit sagen möchte, wir haben einen sehr breiten Abverkauf gesehen, das heißt, die Aktienmarktindizes haben nicht hier groß herausgestochen, sondern Sie können wirklich feststellen, dass dieser Abverkauf länderübergreifend war und dass dementsprechend auch die Verteilung des Vermögens auf verschiedene Aktienmärkte, also diese sogenannte regionale Diversifikation, eben zu sagen, ich kaufe ein bisschen Europa, ich kaufe ein bisschen USA, ich kaufe ein bisschen Schwellenländer und am Ende bin ich diversifizierter, als wenn ich nur in einen Markt investiere. Diese Erwartungshaltung, die wurde natürlich nur begrenzt erfüllt, weil Sie sehen es, wenn alle Märkte gemeinsam fallen, dann ist die Richtung natürlich im Portfolio entsprechend identisch. Lediglich die Stärke der Bewegung ist ein bisschen unterschiedlich. Also sprich, wer eben nur in Europa investiert hat, der ist eben hier beim Eurostoxx 600 mit 5,55% im Minus. Wer eben den globalen Aktienmarkt abgebildet hat, der ist bei Minus von 1,8%. Dementsprechend, Sie sehen das bestätigt, die Richtung war identisch, lediglich die Stärke der Bewegung war unterschiedlich. Im nächsten Schritt schauen wir mal auf die Anleihen. Sie wissen, dass neben den Aktien ja die prominenteste Anlageklasse Anleihen sind, nichts anderes als Schulden, die Staaten und Unternehmen begeben, die in eine handliche Verpackungsgröße portionieren, um sie institutionellen Anlegern wie Versicherungen, Pensionskassen und Versorgungswerken anzudienen oder natürlich auch privaten Anlegern, dies natürlich direkt respektive über Investmentfonds oder sonstige Anlagevehikel. Auch hier wiederum die Betrachtung seit Jahresbeginn in Türkisblau, die Monatsbetrachtung eben in Grau und auch da stellen Sie fest, wenn Sie mal schauen seit dem Jahresbeginn, auch die Anleihen pauschal gesprochen im Minus. Wir sehen lediglich im europäischen Anleihemarkt noch ein kleines Plus, aber alles in allem stellen Sie schon fest, die Wertentwicklungsbalken sind eben mehr oder weniger alle links von der Nulllinie und das heißt eben wir haben entsprechende Abschläge. Also auch hier gilt die Aussage, dass die Verteilung des Vermögens auf unterschiedliche Anleihemärkte zwar in der Tendenz dazu geführt hat, dass sie die Schwankungen einzelner Märkte glätten, aber dass sie trotzdem im Gesamtergebnis aus dem Anleihekuchen keinen positiven Diversifikationseffekt hatten, sprich,
die Märkte haben sich eben gleichgerichtet entwickelt. Schauen wir abschließend noch auf die Währung und Rohstoffe. Und da sehen wir auch, der Euro hat gegenüber dem US-Dollar rund 3,2% aufgewertet seit Beginn dieses Jahres. Auch das natürlich ein Punkt, den wir ins Kalkül ziehen müssen, weil wenn Sie global am Kapitalmarkt investieren und Vermögenswerte eben im Dollar abgerechnet werden, dann ist die Währungsentwicklung natürlich ein entsprechender Einflussfaktor. Und man kann es schön sehen, hier in der nächsten Zeile eben am Gold. Gold im Dollar eine Aufwertung von rund 3% im Preis. Gleichzeitig wird Gold natürlich im US-Dollar abgerechnet. Und wenn natürlich der Euro um 3,2% aufwertet, also der Euro uns 3,2% mehr Kaufkraft bietet, dann haben wir leider Gottes das Problem, dass die kombinierte Wertentwicklung aus, in diesem Fall des Goldes und eben der Währungsentwicklung, eben ein Nullsummenspiel uns hier entsprechend zeigt. Wir sehen Öl im Plus 2,8%, auch das ja ein Thema. Alle Welt spricht über Dieselskandal, Elektromotoren, Lithiumbatterien und ähnliches. Aber wir sehen hier, Öl hat sich doch ganz gut gehalten. Alles in allem muss man aber natürlich auch sagen, dass hier die Bewegung dieser einzelnen Segmente tendenziell natürlich nicht hoch genug sind und im zweiten Schritt natürlich auch nicht hoch genug in den Portfolios gewichtet sind, um die wesentlichen Marktbewegungen, die Sie eben anhand der Aktien und Anleihen gesehen haben, hier wesentlich in eine Richtung zu verändern. Wenn wir das Ganze noch um die Euro-Perspektive erweitern, ich habe Ihnen das wirklich mal sehr einfach dargestellt, dann sehen Sie eben die globalen Aktien, also den globalen Aktienmarkt als Referenzmaßstab in türkisblau. Wir sehen die globalen Anleihen in grün und wir sehen Gold und alles jetzt jeweils auf Euro umgerechnet. Nur die Absicherungskosten der Währungssicherung sind nicht mit drin. Und Sie stellen eben fest, auf dieser Basis, die beiden großen dominanten Vermögensklassen sind beide parallel im Minus. Gold als sicherer Hafen ebenfalls auch im Minus. Klar, 3,2% in der Währung verloren aus Euro-Dollar-Anleger-Sicht, 3% mit dem Gold gewonnen. Physisch heißt 0,2% Verlust. Also Sie sehen, die Zahlen insoweit auch logisch und in sich konstant. Was wir auf jeden Fall festhalten müssen, dass dieser Gleichlauf von Aktien und Anleihen, der stellt Anleger natürlich für Probleme. Vereinfacht gesprochen gibt es ja diese beiden großen Vermögensklassen. Auf der einen Seite Aktien, die als Symbol des Produktivkapitals dann profitieren sollten, wenn die globale Wirtschaft funktioniert, wenn die Unternehmen auskömmliche Gewinne generieren. Und im Gegenzug eben die Anleihen, wo wir insbesondere die Staatsanleihen von sogenannten sicheren Herkunftsländern haben, wie beispielsweise Deutschland oder auch den USA, wo man erwarten würde, dass sie dann funktionieren und im Preis steigen, wenn wir Verunsicherung haben, was die Konjunktur betrifft, was die Stabilität des Finanzsystems angeht, also insgesamt dieser Charakter des sicheren Hafens. Also typischerweise eine gewisse Ausgleichsfunktion. Und wenn wir die Situation haben, dass beide gemeinsam fallen, dann wird diese Ausgleichsfunktion nicht erfüllt und dann führt das natürlich zu Portfolioergebnissen, die man so nicht erwartet hat. Und deswegen an dieser Stelle hier auch bereits der Hinweis, dass Diversifizierung im aktuellen Umfeld nicht so funktioniert, wie man sich das wünschen würde. Sie haben es vorhin gesehen, bezogen auf die Aktienmärkte. Wir sehen eine gleichgerichtete Bewegung nach unten, die nur in der Stärke unterschiedlich ist. Sie haben es gesehen bei den Anleihemärkten, wo wir tendenziell auch überwiegend das gleiche Vorzeichen hatten, also eigentlich die gleiche Argumentationskette wie am Aktienmarkt. Und jetzt mal hier im Bild umgerechnet, wie gesagt, auch nochmal auf den Euroanleger sieht man eben sehr deutlich, die Anleihequote hatte zwar die Schwankungen reduziert im Vergleich zum Aktienmarkt, konnte aber selbst keinen positiven Ergebnisbeitrag bringen. Das ist grundsätzlich wichtig, weil wenn Sie sich Anleger vorstellen, die große Volumina bewegen, und da ist natürlich insbesondere der US-amerikanische Markt auch relevant, dann gibt es da eine sehr beliebte Portfoliozusammensetzung und die besteht eben aus 60% Aktien und aus 40% Anleihen. Man erwartet sich hier eben einen gewissen Risikoausgleich. Und wenn dieser Risikoausgleich kurzfristig nicht funktioniert, dann ist das kein Problem. Aber wenn man dauerhaft feststellt, dass der Mechanismus sich nicht so darstellt, wie man es erwartet, dann führen Investoren typischerweise Aktionen durch. Und diese Aktion heißt vereinfacht gesprochen, wenn ich weniger Risikostreuung bekomme, dann reduziere ich eben meine Positionsgröße, um meine Schwankungsbreite auf dem Level zu halten, die ich als Anleger verkraften kann. Also, wenn das so weitergeht, wie wir es jetzt hier sehen, dann glaube ich, sehen wir Positionsanpassungen nach unten, Positionsanpassungen nach unten.
tendenziell umso stärker, je stärker der Vermögenswert schwankt. Also wird die Aktienquote hier reduziert und das führt natürlich bei steigender Nachfrage nach Aktien und steigendem Angebot natürlich dazu, dass wir hier tendenziell abgebende Kurse sehen. Also das ist ein wichtiges Thema, auch für diejenigen unter Ihnen, die sagen, ich habe überhaupt keine Anleihen und was interessiert mich eine 60-40-Struktur, da viele Anleger danach agieren, zum Beispiel auch Staatsfonds, aber auch viele über einheitliche Anlagestrukturen geschaltete US-amerikanische Strategien, ist das durchaus ein Thema, was eine Bedeutung hat hier für die Preisentwicklung. Also Zwischenfazit. Auch als kleiner Reminder, das Jahr 2017 war ein sehr, sehr erfreuliches Jahr an den Kapitalmärkten. Wenn Sie sich zurückerinnern, sehr starke steigende Kurse, auch bis in den Januar hinein. Aber als Euroanleger haben wir doch massiv gelitten unter der sehr starken Aufwertung des Euros. Hier ging es ja zweistellig nach oben. Und das hat natürlich wieder einiges von dem aufgefressen, was die internationalen Kapitalmärkte hier in Wertentwicklung generiert haben. Die Währungsentwicklung eben als negativer Ergebnisbeitrag. Ich glaube, dass die Preisentwicklung, die wir aktuell gesehen haben, also dieser Gleichlauf von Aktien und auch innerhalb der Kategorie Aktien, dieser Gleichlauf von Anleihen und auch innerhalb der Kategorie von Anleihen, insgesamt ein deutlicher Hinweis auf die Herausforderungen ist, die wir noch im Jahr 2018 respektive für die nächsten Jahre haben könnten, eben, dass wir diese abnehmende Liquiditätsversorgung durch die Notenbanken haben. Das heißt, dass wir den Peak, also den Höhepunkt dessen gesehen haben, was die Notenbanken an Liquidität in die globalen Finanzsysteme hineinschießen. Und wenn wir diesen Höhepunkt eben überschritten haben und die Notenbank Liquiditätsversorgung abnimmt, dann fängt man eben an, einiges zu hinterfragen. Und dieses Hinterfragen führt eben auch dazu, dass in vielen Bereichen nicht mehr jeder Preis bezahlt wird. Dazu auch das Thema steigende US-Zinsen. Grundsätzlich müssen wir natürlich festhalten, dass der Kapitalmarkt ist ein globaler Markt. Das heißt, wir können hier nicht isoliert einzelne Länder oder einzelne Regionen betrachten, sondern wir müssen natürlich global denken und dementsprechend steigende US-Zinsen, die führen natürlich auch zu höheren Zinsen auf globaler Ebene. Das Ganze hat natürlich einen gewissen Zeitverzug und gilt nicht für jede Region gleichgeschaltet, aber grundsätzlich steigende US-Zinsen haben eine große Bedeutung für die globalen Kapitalmärkte. Wir können also festhalten, dass die Risikostreuung, die sogenannte Diversifizierung über verschiedene Vermögensklassen nicht mehr so gut funktioniert, wie man das auf Basis historischer Daten erwarten würde. Und hier muss man leider Gottes konstatieren, dass es doch immer noch viele Anbieter gibt, die mit Korrelationen, mit historischen Zusammenhängen der Vergangenheit operieren, dementsprechend Rendite-Risikoprofile im Internet auch darstellen, wo man ganz nüchtern sagen muss, das ist doch sehr, sehr optimistisch. Das überzeichnet meines Erachtens sehr massiv die Renditeerwartung und das unterzeichnet die Risiken. Aber da man den Anleger das ja heutzutage alles selbst machen lässt, nach 5 einfachen Fragen bekommen Sie Ihr Portfolio zusammengesetzt und dann setzen Sie ein Häkchen und dann haben Sie Chancen und Risiken verstanden, ist das ja nicht das Problem des Anbieters. Also ich glaube, das ist ein Thema, auf das wir momentan genau schauen müssen, weil hier wird doch manches ein bisschen zu sehr vereinfacht. Und zu erwarten, dass Anleihen den Risikodiversifikations- und Renditebeitrag bringen können, den sie in der Vergangenheit gebracht haben, nach einer Phase, wo wir im Trend 35 Jahre fallende Zinsen hatten, das halte ich doch für eine sehr gewagte These und dementsprechend muss man hier meines Erachtens für die Zukunft anders kalkulieren und man sollte Portfoliorisiken eher so strukturieren, dass der Ergebnisbeitrag von den sogenannten sicheren Häfen, also langlaufenden Staatsanleihen bester Bonität, dass der Effekt deutlich niedriger sein wird und das führt ceteris paribus natürlich auch wiederum zu anderen Quoten von wachstumsorientierten Anlageklassen. Also die Antwort auf das Problem der Diversifizierung heißt, weitere Diversifizierung vorzunehmen, echte Diversifizierung vorzunehmen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen in der Kürze näher bringen, dass es wenig Sinn macht, Ihrem DAX-ETF mit einem europäischen ETF auf Aktien zu kombinieren und dann als massiven Diversifikationsbeitrag noch einen ETF auf die US-Technologiebörse Nasdaq beizufügen. Ja, da haben Sie zwar einen schönen Excel-Kuchen mit 3 verschiedenen Aktiensektoren und respektive Regionen, aber am Ende des Tages, Sie haben es hoffentlich wahrgenommen, die Risikostreuung hier relativ gering. Wir müssen uns doch andere Wege überlegen, um das Risiko hier breiter zu diversifizieren.
Und ich glaube, das ist ein Thema, was in vielen Depots unter Vermögensstrukturen noch nicht angekommen ist. Und der Aufruf an Sie kann nur sein, beschäftigen Sie sich heute mit dem Thema Risikomanagement und nicht erst in einer Phase, wo wir vielleicht mal 10, 12% mehr Rückgang am Aktienmarkt hatten, während die Anleihen auch gleichzeitig vielleicht nochmal 3, 4% abgegeben haben. Die Risikoaversion, meine Damen und Herren, ist deutlich gestiegen. Sie haben es der Presse entnommen, aber ich habe sie nochmal etwas deutlicher mitgebracht. Hier ein Index von der Citigroup, der City Macro Risk Index. Und Sie sehen hier diesen Anstieg der Risikoaversion, den man aus Marktpreisen ableitet. Der ist massiv nach oben gesprungen. Sie sehen es auch hier nochmal in der kurzfristigen Betrachtung dieser Balken nach oben. Der zeigt schon sehr deutlich, okay, die Risikoaversion ging nach oben. Und das können wir auch an vielen weiteren Aspekten festmachen. Hier sehen Sie eben den sogenannten TED-Spread. Der TED-Spread misst vereinfacht gesprochen den Zins, zu dem sich Banken untereinander für eine Laufzeit von 3 Monaten Geld leihen, zu der Rendite, die eine sichere US-amerikanische Staatsanleihe gleicher Laufzeit bringt. Und vereinfacht gesprochen kann man sagen, wenn dieser Spread, diese Differenz niedrig ist, dann vertrauen sich die Banken wunderbar. Wenn dieser Spread ansteigt, dann steigt das Misstrauen. Wenn er sich auf einem hohen Niveau befindet, ich verweise hier nur mal auf den Zeitraum natürlich der Finanzkrise, dann sieht man doch, dass es ganz schön knirscht im Gebälk. Und wir haben jetzt längere Zeit gesehen, dass der Index auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau war. Sie sehen das hier, da sind wir doch hier parallel einfach gelaufen, hat sich nichts groß nach oben, nichts nach unten bewegt. Und jetzt sehen wir hier eben diesen Anstieg. Und der führt eben dazu, dass man sagt, oh Moment, haben wir im Bankensystem momentan eine steigende Skepsis? Passt das vielleicht auch dazu, dass viele Marktteilnehmer der Meinung sind, dass die US-amerikanischen Unternehmen nicht nur im Finanzsektor, sondern allgemein zu viel Fremdkapital auf der Bilanz haben, dass man vielleicht zu viel Kredit aufgenommen hat bei niedrigen Zinsen, um Aktien zurückzukaufen, um Dividenden zu finanzieren, um Übernahmen zu bewerkstelligen. Und das, wie gesagt, ein Thema, auf das hier die Marktteilnehmer aktuell auch schauen. Momentan, hier müssen wir ganz klar festhalten, wir sehen eine veränderte Politik der Notenbanken. Das Ganze muss sich quasi auch ein bisschen einpendeln, aber nichtsdestotrotz ein Indikator, den man im Blick haben sollte. Gleichzeitig gibt es auch andere Stressindikatoren für das US-Finanzsystem. Das sind durchaus Indikatoren, die variable Inhalte haben. Also wenn man sich hier die Zusammensetzung dieser Stressindizes anschaut, dann ist das eine durchaus plausible Argumentationskette, die die Notenbanken hier aufgebaut haben. Sie sehen es hier. Einer wird berechnet von der Kansas City Fed in Orange, einer von der St. Louis Fed in Blau. Die sind relativ ähnlich von dem, was eingeht. Und was Sie hier sehen im Zeitverlauf, dass natürlich in der Finanzkrise dieses Stresslevel auf einem exorbitant hohen Niveau war, dann sind wir hier quasi auf ein historisch niedriges Niveau insgesamt gefallen und jetzt steigen wir hier insgesamt wieder an. Also man sieht, dass insgesamt die Risikoaversion hier auch steigt, dass der Stress im finanziellen System von einem sehr, sehr, sehr niedrigen Niveau ansteigt und dass dementsprechend die Marktteilnehmer hier durchaus auch drauf schauen. Und man sich insgesamt natürlich die Frage stellt, wie soll das eigentlich genau werden? Am Beispiel der USA, wenn wir auf der einen Seite ein steigendes Haushaltsdefizit haben, was über neue Schulden finanziert werden muss, wenn wir auf der anderen Seite feststellen, dass wir eben unsere Staatsanleihen am globalen Kapitalmarkt vernünftig platzieren müssen. Wer soll die denn heute kaufen? Bekommen wir deswegen vielleicht steigende Renditen, die wiederum natürlich das Schuldenthema im US-Haushalt verschärfen könnten? Also, das sind im Endeffekt die Themen und dann natürlich auch solche Stressindikatoren in quantitative Handelsmodelle mit eingehen, führt erstmal natürlich einen Anstieg, einfach dieser relative Anstieg, wie Sie ihn hier in der jüngeren Vergangenheit sehen, der führt natürlich schon dazu, dass man vielleicht Risikoquoten nach unten nimmt, dass Aktienpositionen über Termingeschäfte auf Indizes abgesichert werden und das führt natürlich alles in allem dazu, dass wir hier Rückgänge am Aktienmarkt dementsprechend sehen. Das Gleiche habe ich Ihnen auch nochmal mitgebracht, zumindest im Ansatz von der Denke her vergleichbar. Es gibt auch einen Indikator für die Eurozone, bei dem die Europäische Zentralbank den systemischen Stress im Finanzsystem hier misst. Auch hier sehen Sie, wir hatten lange Zeit, wenn Sie sich noch erinnern, überhaupt kein Stressthema. Dann ging es ordentlich nach oben im Rahmen der Finanzkrise. Dann hat man erstmal alles mit Liquidität
und der Haftungsvergemeinschaftung ertränkt, so möchte ich es mal formulieren. Dann kam dieses ganze Thema rund um Griechenland und dann kam Mario Draghi mit whatever it takes und seitdem hat man das System derart mit Garantien, sei es expliziter oder impliziter Natur, sei es mit billigem Geld, sei es mit negativen Einlageverzinsungen für die Banken, derart geflutet, dass, wie gesagt, dieser finanzielle Stress im wahrsten Sinne des Wortes in Liquidität ersoffen ist. Und jetzt sehen wir hier eben auch wiederum einen gewissen Anstieg und auch das ein Thema, was momentan noch keine große Bedeutung hat, was aber, glaube ich, mit zunehmender Tendenz am Markt auch wahrgenommen wird, insbesondere natürlich dann, wenn wir am Aktienmarkt weitere Abverkäufe hier haben. Also, Zwischenfazit, die marktbasierten Stressindikatoren, die schlagen eindeutig aus. Das Thema ist nicht auf die USA oder Europa begrenzt, sondern ist allgemein zu sehen und schlägt sich über verschiedene Kennzahlen hier durch. Aktuell, das müssen wir ganz klar festhalten, ist das nicht mit den verfügbaren ökonomischen Daten zu begründen. Wir haben weiterhin die Thematik, dass die Wirtschaft vernünftig läuft, dass die Unternehmensgewinne auf einem vernünftigen Niveau sind, dass die Zinsen eigentlich noch viel zu niedrig sind für die wirtschaftlichen Rahmendaten, insbesondere in den USA. Und deswegen aus unserer Perspektive ist insbesondere der Respekt vor einer globalen abnehmenden Liquiditätsversorgung hier das Thema, das wirft seine Schatten voraus. Und die Marktteilnehmer sind sich natürlich darüber einig, dass einige Vermögensklassen, die sind natürlich zu hoch bewertet, insbesondere am Anleihemarkt. Und dass das Risiko-Renditeprofil hier eben nicht mehr attraktiv ist. Und man lässt es eben laufen, solange der Markt nach oben geht. Aber wenn man feststellt, oh, es gibt jetzt ein bisschen nach, wir sehen insgesamt, dass die Notenbankpolitik weniger expansiv ist, naja, dann nehmen wir eben mal die Chips vom Tisch, realisieren unsere Buchgewinne, stellen uns mal an die Seitenlinie und warten mal ab, was passiert. Also das ist natürlich ein Aspekt. Der andere Aspekt ist, dass erhöhte Bewertungen, die sind grundsätzlich kein Geheimnis, aber die werden umso sensibler wahrgenommen, je höher die Volatilität am Markt hier entsprechend ist in den Vermögensklassen. Das heißt, dieser massive Anstieg der Volatilität, der unter anderem auch technisch bedingt war, durch gewisse Anlagestrategien, die erwartete Volatilität verkauft haben, um damit Gewinne zu realisieren, die haben natürlich auch dazu geführt, dass hier Bewertungen stärker hinterfragt werden. Also erhöhte Bewertungen sind insbesondere dann ein Problem, wenn die Volatilität von niedrigem Niveau ansteigt. Und das ist genau das, was wir eben im Verlauf diesen Jahres, ab eben Ende Januar hier entsprechend gesehen haben. Schauen wir uns nochmal Inflation und Zinsen an. Ich habe Ihnen hier mal die globalen Inflationsdaten mitgebracht. Nicht bezogen auf einzelne Länder, sondern auf globaler Ebene. Das sehen Sie hier in Türkis entsprechend in der Mitte dargestellt. Da sind wir also irgendwo bei 3,5% auf globaler Ebene. Wenn man das Ganze noch aufdröseln nach entwickelten Ländern, den sogenannten Industrienationen in dunkelblau und in grün für die aufstrebenden Schwellenländer, dann sehen wir eben hier, dass das Thema Inflation in den Industrienationen pauschal gesprochen nicht so richtig aus dem Quark kommt. Dafür, dass die Wirtschaftsleistung sich erholt hat, hat die Inflation nicht mitgezogen. Und das ist natürlich auch ein Grund, der vielleicht dazu geführt hat, dass die Notenbanken in den Industrienationen hinter der Kurve der wirtschaftlichen Entwicklung sind. Man hat sehr, sehr stark auf die Inflation geschaut und die Inflation verhält sich eben nicht so, wie man es lehrbuchmäßig erwarten würde. Und das ist ein Problem, was wir vielleicht in einigen Jahren besser nachvollziehen können. Ob es darin liegt, dass wir die Wirtschaftsleistung heutzutage nicht mehr korrekt messen, dass unser Inflationswarenkorb vielleicht mittlerweile doch zu verzerrt ist, dass technologische Effekte natürlich hier die Inflationsdaten zu sehr verzerren. Also man kann es heute noch nicht sagen, aber Sie sehen es, die Inflationsentwicklung passt in den Industrienationen eigentlich nicht zu dem, was wir in wirtschaftlicher Entwicklung sehen. Und das ist natürlich auch ein Thema. In den Schwellenländern sehen wir insgesamt, dass man im Trend niedrigere Inflationsraten hat als noch vor vielen Jahren. Man ist auch deutlich stabiler als beispielsweise noch in den 90er Jahren. Also auch das ein Thema, was wir auf der Agenda haben sollten. Inflation momentan nicht da, wo sie sein sollte, auf globaler Ebene im typischerweise zu erwartenden Niveau. Schauen wir kurz auf die marktbasierten Inflationserwartungen. Also hier geht es nicht um die aktuellen Daten, sondern hier geht es darum, die Inflationserwartungen zu messen. Und typischerweise schaut auch die Notenbank auf die Inflationserwartungen, die man hat für 5 Jahre in 5 Jahren. Also wie wird die Inflation in 2023, also plus 5 Jahre von heute aus gesehen, für die nächsten 5 Jahre, also bis zum Zeitraum
oder im Zeitraum bis 2028 sein. Und sehen das in Türkis dargestellt für die USA. Da sind wir mit 2,4% auf einem recht komfortablen Niveau aktuell, aber auch eigentlich zu niedrig für die offizielle Arbeitslosenquote und auch die Kapazitätsauslastung und auch die Arbeitsmärkte allgemein. Für die Eurozone in dunkelblau, Sie sehen einen Wert von 1,7%, also hier doch deutlich entfernt von den 2%, die sich die Europäische Zentralbank als Leitbild gesetzt hat. Also von daher die Inflation momentan kein Riesenthema auf Basis der Daten. Und das, ich glaube, auch ein wichtiger Punkt, den wir uns an dieser Stelle vergegenwärtigen müssen. Die Realzinsen. Das sind die Zinsen beispielsweise für zweijährige Staatsanleihen, die Sie hier oben im Chart sehen, respektive für fünfjährige Anleihen, wie hier unten im Chart abgebildet, die jeweils um die offizielle Inflationsrate im jeweiligen Land bereinigt werden. Da sehen wir momentan, da sind wir typischerweise für die kurzen Laufzeiten immer noch unter der Null. Also sprich, wir haben immer noch negative Realzinsen. Und das, obwohl in den USA ja bereits an der Zinsschraube gedreht wurde. Und selbst wenn Sie 10-jährige US-Staatsanleihen halten, sind Sie nur knapp im positiven Bereich. Also das ist ein Thema, was wir auf dem Schirm haben müssen. Die Realzinsen haben sich in der jüngeren Vergangenheit nicht so viel verändert. Und wenn Sie sich zurückerinnern, diese negativen Realzinsen waren ja auch typischerweise ein Punkt, den man häufig dargestellt hat, um zu sagen, warum Aktien weitere Bewertungsaufschläge verkraften können, warum auch Preise im Immobilienmarkt, auch wenn sie vielleicht historisch gesehen zu hoch wirken, angemessen sein könnten. Da hat vieles mit diesem negativen Realzins hereingespielt. Und wenn man jetzt eben sieht, dass die Zinsen mal ansteigen, ohne dass die Inflation mitzieht, dann sehen wir eben steigende Realzinsen. Und dieses Risiko hat natürlich Auswirkungen auf viele verschiedene Vermögensklassen. Und dann spielt es eben keine Rolle, ob Sie Aktien, Anleihen oder Immobilien haben. Da ist alles gleichermaßen von getroffen. Also, Zwischenfazit: Zinsen sind ein sehr wichtiger Faktor für die Bewertung von Vermögenswerten. Und das eben auch übergreifend. Die treffen also eine Vielzahl von Vermögensklassen. Sie denken an meine Einführung, wo wir gesehen haben, dass im Aktienmarkt quasi alles gemeinsam gefallen ist, im Anleihemarkt ähnlich. Aber dass wir uns auch gleichzeitig klar machen müssen, dass die positive Konjunkturdynamik, die wir haben, die könnte per Saldo ein höheres Zinsniveau verkraften. Das wäre durchaus natürlich negativ für die Kapitalmärkte, aber langfristig vielleicht durchaus sinnvoll, weil insbesondere die US-Notenbank heute auf einem Zinsniveau liegt, was deutlich zu niedrig ist für die aktuelle wirtschaftliche Situation. Und wenn man überhaupt Potenzial haben möchte, um in der nächsten Krise, im nächsten Abschwung auch mal wieder die Zinsen senken zu können, um die Konjunktur zu beeinflussen und hier positive Impulse zu setzen, ja, dann müssen Sie halt ein gewisses Zinsniveau mal haben. Und wie gesagt, das große Risiko eben aktuell, dass die US-Notenbank hier die positive Dynamik unterschätzt hat, dass man mit den Zinserhöhungen nun hinter der Kurve ist und nun gezwungen ist, in eine Phase, wo sich die wirtschaftliche Dynamik bereits abschwächt, hier eben die Zinsen zu erhöhen. Und von daher könnte das durchaus eine interessante Kombination sein, eben diese Überstimulation aufgrund der Trump'schen Haushaltspolitik, der quasi in eine funktionierende Wirtschaft hineinstimuliert, obwohl es überhaupt nicht notwendig wäre, mit dem gegenteiligen Effekt, dass eben die US-Notenbank hier die Zinsen erhöht, obwohl sie eigentlich hinter der Kurve sich befindet. Also, das ist ein großes Thema. Nichtsdestotrotz, sowohl das US-Haushaltsdefizit braucht Zinsen, die nicht zu hoch werden auf nominaler Basis, und die strukturell ungelösten Probleme der Eurozone, die lassen hier stark steigende Zinsen sehr unwahrscheinlich erscheinen. Von daher muss man sagen, ja, die Zinsen können mal ein bisschen steigen, aber dass wir uns auf einem Zinsniveau befinden, das hier auskömmlich ist für den typischen Sparer, was auskömmlich ist für Banken und Finanzdienstleister, um aus einer Zinsstrukturkurve Margen zu extrahieren, die es nicht notwendig machen, neue Gebühren einzuführen, das Ganze doch sehr, sehr unwahrscheinlich. Und die kapitalgelegte Altersvorsorge, die im Kern, besonders in Deutschland, eine zinsbasierte Altersvorsorge ist, die wird auf absehbare Zeit kein Zinsniveau erreichen, was den Versorgungswerken, den Pensionskassen und den Versicherern ausreicht, ihre Garantieversprechen zu erfüllen, ohne dass man hier entsprechend ins Risiko geht. Also sprich auch Vermögensklassen integriert, die sowohl Kreditlaufzeit als eben auch Schwankungsrisiken haben, wie beispielsweise eben am Ende des Tages dann auch Aktien. Und dazu noch in der Eurozone der Punkt: Die Notenbank schaut nicht nur auf die aktuelle Inflationsrate, man schaut sehr gerne auf die Kerninflationsrate. Da sind eben die schwankungsreichen Elemente wie beispielsweise Energie und Nahrungsmittel nicht enthalten. Die schauen auch auf die Inflationserwartungen, die am Kapitalmarkt abzulesen sind. Die habe ich Ihnen eben gezeigt.
Naja, wenn Sie Notenbanker sind und Sie haben ein Ziel von 2% und sowohl die Kerninflation als auch die Inflationserwartungen liegen da deutlich drunter, dann fehlt natürlich das Argumentarium, um hier wirklich eine nachhaltige Änderung der Geldpolitik vorzunehmen. Und im Gesamtergebnis aus dieser Gemengelage sehen wir einfach, dass Rückenwind in einigen Vermögensklassen fehlt. Wir sehen insbesondere, dass nicht mehr jeder Preis für sogenannte Zinsersatzanlagen akzeptiert wird. Wir hatten ja hier teilweise abstruse Bewertungsrelationen, die wir Ihnen ja auch im Kapitalmarktdialog insbesondere im Herbst und Winter dargestellt haben. Also wenn Anleihen aus dem Unternehmenssektor niedriger Bonität der Eurozone geringere Renditen zahlen müssen als US-Staatsanleihen, dann ist das doch sehr, sehr ungewöhnlich. Und wenn die Dividendenrendite des europäischen Aktienmarktes ebenfalls, oder wenn die andersrum, wenn die Dividendenrendite des europäischen Aktienmarktes sogar oberhalb der Verzinsung von der schlechten Bonitäten und Schuldnern liegt, dann sind das einfach Indikationen, dass der Markt hier zu sorglos war, dass man sich aufgrund dieser Notenbankliquidität und dem Vertrauen auf die Geldversorgung hier doch in ein Preisniveau hat reindrücken lassen, was nicht nachhaltig ist. Und in Kombination mit der gestiegenen Risikoaversion, mit diesem Thema Höhepunkt bei der Liquidität, sehen wir eben genau, was wir am Anfang gesehen haben. Es wird eben aus allen Vermögensklassen parallel eben entsprechend hier Liquidität extrahiert. Also, das Gesamtfazit sieht dementsprechend wie folgt aus. Die Verunsicherung der Marktteilnehmer ist zuletzt stark angestiegen. Das sind nicht nur Gefühle, das können Sie aus marktbasierten Indizes sehr gut herauslesen. Aktuell kann man sagen, das ist durchaus die Rückkehr zu einem gesunden Maß, aber es könnte natürlich auch sein, dass wir hier überschießen. Grundsätzlich ist positiv zu werten, dass die ein oder andere Euphorie dieser, die Zinsen werden nie mehr steigen Phasen, deswegen kann man beliebige Preise für sichere zinstragende Vermögenswerte bezahlen. Das ist sehr positiv, dass man das nun etwas kritischer hinterfragt. Allerdings glaube ich schon, dass wir diese Thematik haben aus menschlicher Emotion, also Stichwort Herdenverhalten, quantitativen Handelsmodellen und auch der günstigen Handelbarkeit, weil wir sehr geringe Transaktionskosten haben, wir haben eine stärkere Fokussierung auf Indexfonds, dass all dies zusammen zu höheren Volatilitäten führt. Die ergeben wiederum selbstverstärkende Trends und das ergibt Marktbewegungen, die sie fundamental nicht mehr erklären können. Sprich, man wird in der Zukunft wieder stärker die Thematik haben, dass man versucht, tägliche Marktbewegungen, weil ein deutscher Aktienindex mal 2% fällt, das wird man versuchen zu erklären, indem man mit dem chinesischen Wachstum argumentiert oder einer Euro-Stärke oder Angst vor einem auslaufenden Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank. Aber am Ende des Tages wird da viel Unsinn zusammengetragen, um eine Marktbewegung zu erklären, die sich eben aus diesem Teilaspekt hier eben ergibt. Und dieser Teilaspekt ergibt sich eben aus dem, was wir uns vorher gemeinsam angeschaut haben. Grundsätzlich das Big Picture, das ist wirklich unverändert. Der Realzins bleibt auf einem Niveau, was weder institutionellen Anlegern noch privaten Anlegern überhaupt die mathematische Chance gibt, ihre Garantieverzinsung zu gewährleisten, die privaten Anleger nicht die Renditen bietet, die sie für die Altersvorsorge oder für langfristige Prozesse benötigen. Also schwankungslose Anlagen vernichten Kaufkraft und schwankungsreiche Anlagen kosten Nerven. Daran hat sich hier nichts geändert. Und was wir momentan lediglich sehen, ist eben eine Normalisierung in vielen Fällen. Man hinterfragt eben gewisse Ansichten, die man in den letzten 2, 3 Jahren eben aufgebaut hat. Und dieses etwas mehr an Realismus, das mögliche Ende dieses Goldlöckchen-Szenarios aus einer Wirtschaft, die sehr vernünftig läuft, aus Unternehmensgewinnen, die positiv sich mit der konjunkturellen Entwicklung nach oben entwickeln, bei gleichzeitig quasi keiner Inflation, keiner Inflationsangst und noch dazu Zinsen, die eigentlich zu niedrig sind. Dieses Goldlöckchen-Szenario, das wird momentan stärker hinterfragt. Und wenn Sie eben Vermögenswerte haben, die quasi auf Perfektion gepreist sind, dann sieht man hier eben entsprechende Reaktionen der Marktteilnehmer in Kombination mit steigender Volatilität, hinterfragt man das eben umso stärker. Am Ende muss man ganz klar sagen, es gilt den persönlichen passenden Mix zu finden und einseitige Positionierungen zu vermeiden. Und insgesamt dieses Thema einseitige Positionierung ist ein Thema, was aktuell einer vernünftigen Analyse entspricht, weil Sie haben vielleicht eine Vielzahl von Positionen im Portfolio und Sie denken, naja gut, ich habe ein bisschen Aktien, ich habe ein bisschen Anleihen, ich habe ein bisschen gemischte Fonds. Das heißt nicht, dass das Portfolio gut strukturiert ist, weil Sie haben es vorhin gesehen. Und ich glaube, dieser Vorgeschmack, dass Aktien und Anleihen gemeinsam fallen können, dass
die Risikodiversifikation nicht so funktioniert, wie es Anleger erwarten. Das Risiko ist momentan eben relativ groß und dementsprechend sollten Sie Ihre Diversifikation nicht an der Anzahl Ihrer Portfoliopositionen ablesen, sondern wirklich anhand dessen, was sich in diesen Positionen verbindet, wie diese Positionen auf steigende oder fallende Zinsen reagieren, inwieweit diese Positionen Inflationssensitivität ausweisen. Also sprich wirklich auf die Sensitivitäten der eigenen Vermögensklassen zu gehen, anstatt hier über die Anzahl der Wertpapierkennnummern, die Sie im Portfolio entsprechend finden. Ja, ansonsten, das muss man noch sagen, Digitalisierung sei Dank. Mittlerweile haben auch wir die Möglichkeit, Sie bei Ihrer Bank zu beraten, ob Sie bei einer Sparkasse, bei einer Volksbank, bei einer Direktbank sind, sei es einmalig oder sei es laufend. Ich habe es Ihnen hier mal mitgebracht, lassen Sie sich von den Vermögensständen nicht verwirren. 1,8 Millionen steht hier in Eigenkapital. Wir betreuen Kunden, die deutlich drunter liegen. Wir betreuen Kunden, die deutlich drüber liegen. Aber was Sie hier mal sehen, ist im Endeffekt die schöne Darstellung. Das ist übrigens auch die Darstellung, die Sie auch als Kunde dann bei uns haben. Sie sehen in Ihr Depot bei der DiBa, sehen die Volksbank, sehen die Sparkasse, sehen die Wertpapiere Ihrer fondsgebundenen Versicherung. Und aus dem allem kann man eben entsprechende Analysen entstellen. Man hat eben die Möglichkeit, heute ein Reporting darzustellen, was vor einigen Jahren noch wirklich nur für große Vermögen möglich war, weil man letztendlich über Handarbeit Portfolios erfassen musste, weil man mit Vollmachten agieren musste und. Heutzutage, das ist alles eine feine Sache, weil es geht digital über die Technik, natürlich alles verschlüsselt und Sie als jeweilige Anlage können auch definieren, was wir sehen sollen oder nicht. Sprich, Sie können sagen, okay, das Depot bei der DiBa, das sollen die Jungs sehen, weil dazu möchte ich eine Beratung, aber mein Depot bei der Volksbank, das sollen die bitte nicht sehen und meine Immobilien, die möchte ich momentan auch noch nicht veröffentlichen und dementsprechend hat hier meines Erachtens die Digitalisierung sehr positive Aspekte, weil es ergeben sich neue Möglichkeiten, aber gleichzeitig liegt der Mehrwert der Digitalisierung eben eines täglichen, transparenten Vermögensreportings mit jederzeitiger Kontrolle der eigenen Daten, die ist eben gegeben. Und das finde ich eben mal sehr, sehr positive Entwicklung. Wir lassen Ihnen hier auch mal gerne einen Demo-Zugang zukommen. Ist wirklich eine tolle Geschichte. Ich hätte vor 10 Jahren nicht gedacht, dass es sowas mal gibt, weil es dauert wirklich nur, ich weiß nicht, 30 Sekunden und dann ist eine beliebige Bankverbindung hier importiert. Und wenn Sie das für zwei, drei Bankverbindungen machen, dann haben Sie direkt im Anschluss die Möglichkeit, hier das Ganze auszuwerten nach Ländern, nach Regionen, nach Vermögensklassen. Sie können eine Vermögensbilanz erstellen. Und wir können wiederum auch diese Daten dann nehmen, um auf dieser Basis detailliertere Portfolioanalysen vorzunehmen. Also wirklich eine sehr, sehr coole Geschichte hier in Sachen Digitalisierung. Ja, meine Damen und Herren, ich würde dann die Aufzeichnung und den offiziellen Teil an dieser Stelle beenden, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wir können jetzt im Nachgang gerne noch Ihre Fragen durchgehen. Sie wissen, die Fragen, die sind natürlich hier anonym. Ich werde Ihren Namen entsprechend nicht vorlesen. Wir können natürlich nicht auf einzelne Aspekte eingehen, sondern auf natürlich allgemeine Themen. Aber trotzdem, ich glaube, jetzt eine gute Möglichkeit für einen Dialog. Und diejenigen unter Ihnen, die uns bereits jetzt verlassen, Ihnen wünsche ich einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.